Bechstein. Ein lebendiger Mythos. Eine der traditionsreichsten Marken dieser Welt. Weltweit ein Synonym für Flügel und Klaviere der höchsten Kategorie. Deutsche Klavierbaukunst. Jedes Stück eine Persönlichkeit, keine Massenfertigung. Bechstein ist konzipiert als ideales Instrument für alle musikalischen Stilrichtungen, von Bach bis Bartok. Franz Liszt, ein Kenner aller gängigen Flügelmarken, fand in Bechstein das Instrument seiner Wahl auf Lebenszeit. Er liebte das feinfühlige, farbenreiche Spektrum und die Klangfacetten. Debussy, einer der farbenreichsten Komponisten, schätzte Bechstein so sehr, dass er verlangte, Klaviermusik solle grundsätzlich nur für Bechstein geschrieben werden. Hans von Bülow, der erste Dirigent der Berliner Philharmoniker, verglich Bechstein mit der Einzigartigkeit einer Stradivari. Nahezu 500 Arbeitsstunden verteilt über ein Jahr braucht die Herstellung solch eines Flügels. Bechstein fertigt die Gusseisenplatten im hochwertigen Graugussverfahren. Eine traditionsreiche Technik, bei der die flüssige Eisenmasse in ein feuchtes Sandbett einläuft. Es sind 18 bis 20 Tonnen Zugkräfte, die die Gussplatte in Verbindung mit der Rast aufnehmen muss. Des Meisters Hand, immer wieder erprobt in der Bestimmung eines individuellen Produkts, garantiert feinfühligste Tonqualität. Das Herz der akustischen Anlage, die zusammen mit dem Spielwerk für die musikalische Aussage verantwortlich ist, ist der Resonanzboden. Durch ein besonderes Bauprinzip haben Bechsteinflügel überdurchschnittlich schwingungsfähige Resonanzböden. Als Grundmaterial wählt Bechstein europäische, in den Hochlagen der Alpen langsam gewachsene Bergfichte. Die Klanggestaltung liegt bei Bechstein in den Händen erfahrener Fachleute. Die Klangfarbe, Dynamik und das Tonvolumen jedes Instruments einzigartig gestalten. Absolute Gleichmäßigkeit der Intonation. Der Ausgleich von Registern ist wichtig für die Kontrollierbarkeit eines Instruments. Die Saiten werden in ihrer Länge sowie ihrem Durchmesser bewusst so gewählt, dass eine Transparenz des Klanges optimale Stimmhaltung und Stimmbarkeit gewährleistet sind. Berlin in den goldenen 20ern. Nach der gerade überwundenen Nachkriegsinflation blühte das kulturelle Leben in der Metropole.
Der Bechsteinsaal war Brennpunkt des Berliner Kulturlebens. Ganze Güterzüge mit Bechsteininstrumenten rollten durch Europa. Könige und Kaiser statteten ihre Höfe mit Bechsteinflügeln aus. Berühmte Virtuosen wie Liszt, Bülow, Brahms, Wagner, Kempf und Bollet, sie alle schworen auf ihren Bechstein. Und ein jeder trug seinen Teil zum Mythos Bechstein bei. Damals wie heute. Bechsteininstrumente sind wertbeständig. Extrem widerstandsfähig gegen die Einflüsse von Zeit, Klima und Nutzung überdauern sie viele Generationen. Zeitgemäß präsentiert sich Bechstein heute im Berlin des dritten Jahrtausends ebenso wie in weiteren Metropolen. Es war seit jeher Programm für Bechstein, nicht nur bestes Handwerkszeug für Musikliebhaber zu bauen. Bechstein unterstützt die Freude an der Musik auch mit eigenen hochkarätigen Konzertreihen und Förderprogrammen. Am Produktionsstandort in Sachsen wurde und wird eine der innovativsten Qualitätsfertigungen für Flügel und Klaviere ausgebaut, die im globalen Wettbewerb Maßstäbe setzt. Erweiterung der traditionellen Kompetenz im Klavierbau, intelligent gekoppelt mit innovativer Technik. Neue Arbeitsplätze im Herzen Europas. Bechstein setzt wieder einmal Akzente. Die Medien begleiten die Erfolgsstory auch beim Gang an die Börse und die Wiederkehr auf die Konzertpodien. Der Flügel wächst seiner Vollendung entgegen. Die akustische Anlage, das musikalische Herzstück eines Instruments, verlangt Ruhe- und Akklimatisierungsphasen von mehreren Monaten. Unterbrochen nur durch das regelmäßige Dehnen der Klangsaiten beim Vorstimmen bis zur allmählichen Stabilisierung der endgültigen Tonhöhe. Das bringt den Erfolg der dauerhaften Stabilität für Jahrzehnte. Solisten schätzen die Durchsetzungsfähigkeit und erstaunliche Stimmhaltung im musikalischen Wettkampf mit modernen Orchesterbesetzungen. Jahr um Jahr füllen sich die goldenen Bücher der Firma mit Grußworten geschätzter Pianisten, die ihre guten Erfahrungen mit Bechsteinflügeln weitergeben. Bechstein geht nach vorn. Eine neue Flügelgeneration, von langer Hand im Dialog mit Fachleuten und großen Künstlern vorbereitet, begeistert auch die anspruchsvollsten Musiker.
Dabei bleibt Bechstein immer identifizierbar und eindeutig. Bechsteins unverwechselbares Klangprofil. Wertvolles Erbe des Firmengründers Karl Bechstein.